Ja, hallo zusammen bei Gedanken der Zeit. Heute nehmen wir mal das Voynich-Manuskript unter die Lupe und schauen uns eine geheimnisvolle Silberplatte an. Ich denke, das Voynich-Manuskript werden einige von euch sicherlich schon kennen, weil es ja doch schon ja, länger bekannt ist. Gefunden wurde es von einem Wilfried Michael Voynich im Jahr 1912, und zwar in einem alten Jesuitenkloster oder irgendwie Jesuitenabtei oder so. Und es soll mal im Besitz des Kaisers Rudolf II. Gewesen sein. Es ist in einer bislang nicht identifizierten Schrift und Sprache geschrieben. Sein Inhalt konnte bis heute nicht entschlüsselt werden und ist nach wie vor unklar, ob der Text überhaupt einen sinnvollen Inhalt transportiert. Da muss ich dann widersprechen, weil Erd Landmann das, denke ich, ganz gut übersetzt hat. Zumindest geht es in die richtige Richtung. Das klären wir gleich auf. Im Manuskript vorhandene Abbildungen erinnern an botanische, anatomische und astronomische Zusammenhänge und wurden mit Sorgfalt gezeichnet. Das Manuskript befindet sich seit 1969 unter Katalognummer MS408 im Besitz der Benedict Rare Book and Manuscript Liberty der Yale-Universität. Wenn wir hier mal gucken, wie die Gliederung sein soll vom Inhalt, halt kräuterkundliche Sektion, astronomische Sektion, anatomisch-balneologische Sektion, kosmologische Sektion, pharmazeutische Sektion, Rezepte und Schlüssel. Also es scheint dann schon so eine Aufgliederung vorhanden zu sein, die wohl dann auch ja zum Teil zumindest herauslesen konnten oder entschlüsseln. Schauen wir uns mal die Geschichte von dem Buch an. Also 1962 datierte ein Expertenteam die Handschrift aufgrund von Material und Schreibstil auf etwa 5500 nach Christus. Doch die Provinz, die Folge der Vorbesitzer, konnte bislang nur lückenhaft und nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Da der Inhalt bisher nicht entschlüsselt werden konnte, Fragezeichen, ne, stützt die Datierung des Manuskripts sich lediglich auf die Illustration. Aufgrund der Hinweise aus Kleidung und Haartracht sowie einiger weiterer Anhaltspunkte wird das Manuskript von den meisten Experten in den Zeitraum zwischen 1450 und 1520 datiert. Erst 2009 wurde an Instituten in Chicago und Arizona kleinste Proben von vier verschiedenen Seiten untersucht in einer Radiokarbonanalyse. Konnte das Alter des verwendeten Pergaments mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Zeitraum zwischen 1404 und 1438 bestimmt werden. Vermutlich sind alle Seiten gleichen Ursprungs. Ferner haben Experten des McCrone-Forschungsinstituts zu Chicago festgestellt, dass die Tinte nicht wesentlich später aufgetragen wurde. Also das heißt, das Buch wurde gefertigt und vielleicht ein paar Jahre später wurde dann die Tinte drauf gemacht, also sozusagen das Buch geschrieben. Details in den Illustrationen, insbesondere die Schwalbenschwanzzinnen, ließen die Redakteure einer ORF-Sendung eine Entstehung der Handschrift in Oberitalien vermuten, da diese Zinnenform in der fraglichen Zeit nur dort belegt sei. Die früheren Towns Norditaliens war eine Hochburg der frühzeitlichen Universalgelehrten und der Kryptologie. Aus dem kaum leserlichen und wohl nicht eigenhändigen Namenseintrag Jacobi Artebens auf der ersten Seite des Manuskripts lässt sich, falls sie echt ist, schließen, dass der böhmische Hofpharmazeut Jakob Soszynski-Zetepce das Exemplar zur Lektüre in Händen hatte oder sogar sein Eigentümer war. Da schon sein Adelstitel verwendet wird, müsste dieser Eintrag erst nach 1608 entstanden sein. In einem mit dem Manuskript gefundenen Brief, es wäre natürlich auch mal interessant, den zu finden, vermeintlicher Verfasser, der spätere Besitzer Johannes Marcus Maeci, um jenen Zeitpunkt sei Rudolf II. Von Habsburg Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Gerüchten zufolge Besitzer dieses Manuskripts gewesen, nachdem er es für damals hohe Summe von 600 Dukaten einen unbekannten Händler abgekauft habe. Entweder war Joko Porzinski dieser Händler oder diese Theorie gilt als wahrscheinlicher. Das Manuskript wurde ihm von Rudolf II. Für weitere Analysen anvertraut, da er als erfolgreicher Chemiker und Pharmazeut bekannt war. Ja, das hat Rudolf II. Oft gemacht. Er hat die Leute auf seinen Hof eingeladen, die dann für ihn rumexperimentiert haben.
Massey berief sich bei dieser Geschichte auf seinen Freund Raphael Mizokoski, ein Rechtsanwalt und Dichter, der unter Rudolf II. An den Prager Hof gekommen war, wo er den späteren Kaiser Ferdinand II. Unterrichtete. Massey berichtete auch, Kaiser Rudolf habe geglaubt, Roger Bacon, der franziskanische Universalgelehrte des 13. Jahrhunderts, sei der Autor des Manuskripts gewesen. Es ist natürlich sehr schwierig, aber Roger Bacon war halt ja zu dieser Zeit wirklich ein sehr bekannter Gelehrte, hat sich auch mit Magie und so weiter beschäftigt, habe ich auch mal in einem Video erwähnt. Ja, wenn wir hier nochmal sehen, wie viele Forscher da es gab, also der erste wohl dieser Wilfried Voynich. Und dann seht ihr ja, das sind ja bestimmt 10, 15 weitere, die sich dann damit befasst haben. Und alle sind letztendlich gescheitert. Es gab auch die Versuche von Geheimdiensten und so weiter, die sich damit befasst haben, aber es zumindest nicht offiziell gelöst haben. Ja, so sieht ein Teil dieses Manuskripts aus. Über die Schrift kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, hier seht ihr halt diese Zeichnung von einer Pflanze, ne? Ich meine, das kann man ja ganz gut erkennen. Es gibt wohl Pflanzen, die sie so zum Teil gefunden haben, die wohl da drin sind, und andere, die ja völlig unbekannterweise sind. Hier geht es so um Astronomie und da sieht man ja so Sterne, und ich finde das doch schon, ja, wie soll ich sagen, mit Liebe gemacht, ist vielleicht verkehrt, aber mit Sorgfalt gemacht. Und daher glaube ich nicht, dass dieses Buch einfach nur, ja, ein Text ist, der keinen Sinn ergibt oder so. Also das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Gerade wenn wir gleich zu Erhard Landmann gehen. Ja, Umfang und Formulierung. Das Voynich-Manuskript hat die Form eines Kodex, also eines Buches, das aus mehreren Lagen von Pergamentblättern zusammengeheftet wird. Das Manuskript bestand ursprünglich aus mindestens 20 Lagen, von denen 2, 16 und 18 heute verloren sind. Die meisten Lagen sind Quaterninen, umfassen also ursprünglich 8 Blätter, entsprechend 16 Seiten. Einzelne Blätter wurden wegen ihrer Größe mehrfach gefaltet, wodurch sich die Unterseiten ergeben. Zum Beispiel die zweite Unterseite auf der Vorderseite von Blatt 67. Das Manuskript umfasst gegenwärtig 102 Blätter, darunter 5, dreifach, ein vierfach und ein sechsfach Blatt. Das Seitenformat ist ca. 225 x 160 mm. Ja, wenn wir dann nochmal über die Gliederung sprechen. Vermutungen aus dem Inhalt des Abschnitts sind insofern mit Unsicherheiten behaftet, als der kontextuell ideengeschichtlich der Hintergrund unsicher bis unbekannt ist. Die Abbildung eines Löwen in einem Buch über Tierkunde ist beispielsweise ganz anders zu deuten als einer Sammlung von Fabeln oder in einem alchemistischen Werk. Der sogenannte balneologische Abschnitt etwa enthält zahlreiche Abbildungen nackter Frauen in Wannen oder vielleicht auch Teichen, die durch komplexe Röhrensysteme miteinander verbunden sind. Je nach Kontext können hier dargestellt sein schlicht badende Frauen, menschliche Fortpflanzungsorgane, weinkelternde Frauen, Seelen auf Wanderschaft oder etwas ganz anderes. Und es tendiert wohl dahin, dass es etwas ganz anderes ist. Ja, so sehen das zum Beispiel aus mit den Frauen, die da in der Flüssigkeit sind. Ja, und dann sieht man ja hier noch diese, ja, seltsame Zeichnung halt. Und hier kennt man halt ganz gut die Texte, die dazu geschrieben worden sind. Wenn wir beim nächsten Bild mal schauen. Hier, es mutet schon etwas technischer an. Ja, hier vielleicht pflanzlich, aber ich gehe eher davon aus, dass es eine technische Zeichnung ist oder Abbildung. Ja, dann natürlich, das sind diese Sektionen, die da beschrieben werden, hatten wir eben schon mal besprochen.
anatomisch-banologische Sektion. Der sowohl rätselhafteste als auch faszinierende Abschnitt des Manuskripts stellt auf fast jeder Seite Gruppen nackter Frauen mit gewölbten Bäuchen dar, die in Becken oder Wannen sitzen, die durch Leitungen oder Röhren verbunden sind. Die Leitungen münden häufig in teils organisch, teils mechanisch wirkenden End- und Verbindungsstücke. Diese Ambivalenz führt dazu, den Inhalt des Abschnitts sowohl mit anatomischen Gegenständen, zum Beispiel der menschlichen Reproduktion, zu verknüpfen, als auch dem Augenschein folgend, ihm schlicht als bäderkundlichen Abschnitt zu bezeichnen. Kosmologische Sektion. Die Bezeichnung dieses Abschnitts ist eher eine Verlegenheitsbezeichnung. Sie rührt von der oberflächlichen Ähnlichkeit der Abbildung mit jenem aus der astronomischen Sektion her. Es handelt sich um kreisförmige, rosettenähnliche Darstellungen, die von teils umfangreichem Textmaterial begleitet sind. Besonders bekannt ist die sogenannte Rosettenseite 85V bis 86R, die auseinandergefaltet eine quadratische Anordnung von 9 miteinander verbundenen Rosetten zeigt. Ja, also sie sind da schon hingegangen und haben sich so ihre Erklärungen dazu gemacht. Es ist ja auch schon, ja, jetzt schon seit über 100 Jahren, sage ich mal, in Forschung. Und man sieht halt, sie kommen auch nicht so recht weiter damit, aber so nach und nach machen sie wenigstens diese einzelnen Abschnitte daraus. Ja, so sieht das da so ein bisschen aus. Ich habe das mal für euch groß gemacht. Ja, das sind dann die verschiedenen Zeichnungen. Also das Ganze wirkt natürlich schon sehr seltsam. Jetzt mal abgesehen von der Schrift sind die Bilder ja wirklich seltsam anzuschauen. Und hier auch irgendwie, dass die Frau da eine Verbindung hat und die Hände, Arme in diesen Röhrungen hat. Hier scheint entweder was angesaugt zu werden. Ja, hier steht sie irgendwo drin. Also ist schon ganz merkwürdig. Ja, jetzt gehen wir mal zu Erhard Landmann. Zu finden könnt ihr das auf der Heimatseite von Erhard Landmann. Ich tue in der Videobeschreibung euch den Link dazu. Ja, das Voynich-Manuskript. Am 17.12.2005 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einigen anderen Zeitungen ein Artikel über das sogenannte Voynich-Manuskript. Obwohl ich mich seit 40 Jahren mit Vergleichen der Sprachwissenschaft und seit fast 30 Jahren mit Hieroglyphenschriften beschäftige und ein Buch über die richtige Entzifferung geschrieben habe, Weltbilderschütterung, die richtige Entzifferung der Hieroglyphenschriften. In dem allein die Bilder, aber auch die sprachlichen Untersuchungen beweisen, dass unsere Ägyptologen, Assyriologen, Maya-Forscher usw. so nicht ein richtiges Wort lesen können. Es ist klar, dass ein solches Buch von unseren Medien seit 14 Jahren totgeschwiegen wird. Hatte ich doch nichts mit von Voynich Manuskripts gehört. Seit 20 Jahren lese ich diese Texte wortübergreifend und erhalte immer altdeutsche Texte oder besser gesagt Texte in Eli-Dütsch-Sprache, in der Eli-Dütschen Sprache, der Sprache des Gottes Eli. Eine Mondsee-Wiener Handschrift sagt schon, dass diese Eli-Dütsche Sprache, die sich am besten in Altdeutschen, in alter Maya, Aztekensprache, in alter Osterinsel- und Maori-Sprache und einigen anderen exotischen Sprachen erhalten hat, dass diese Eli-Dütsche Sprache die Sprache des ganzen Universums nicht nur aller Erdsprachen Mutter ist. Diese Sprache Gottes und des Weltalls, die man heute gezielt ausrotten will durch Überflutung mit Pseudoangelismen, mit verdorbenen Englisch aus amerikanischer Sprachschluderei. Ich finde, das ist ein interessanter Text, dass er dahin geht, dass es halt eine Ursprache ist, die da gemacht worden ist. Und es gibt auch so Berichte von Leuten, die entführt worden sind, wo die halt gesagt haben, ja, die Aliens haben ja Deutsch gesprochen. Was dann natürlich sehr verwunderlich für diese war. Die erste Überraschung war, dass die vielen Pflanzenabbildungen, 56 Doppelseiten, und die pharmazeutischen Gefäße in den Abbildungen andererseits nichts mit dem Text des Voynich-Manuskripts zu tun hatten.
Da ich von anderen alten Texten wusste, dass in Abbildungen oft Schrift enthalten war, fiel mir sofort auf, dass ehemalige Schrift in den Abbildungen der Pflanzen von den Schreibern des Manuskripts oder von anderen später geschwärzt, gelöscht, übertuscht worden ist. Der mögliche Grund: Das Manuskript ist von mehreren Schreibern in großer Eile und wahrscheinlich in Angst vor Entdeckung geschrieben worden. Das finde ich ist eine ganz interessante Aussage. Da man in der Eile oder aus Kostengründen kein leeres Pergamentpapier zur Verfügung hatte, hat man Seiten eines anderen Buches oder mehrere andere Bücher verwendet und deren Schrift in den Abbildungen übertüncht. An einigen Stellen kann man noch Buchstaben erkennen, aber auch die Autoren des Manuskripts verwendeten in ihrer Zeichnungen Schrift. Die Frisuren der Frauen bestehen aus Schrift, die allerdings in den meisten Fällen nicht mehr lesbar ist. Lediglich auf Seite 80v, oberste Frau, ist deutlich Urana, die Urahnin oder Uranu, zu lesen. Zum Lesen das Blatt auf den Kopf stellen. Auf Seite 73v erkennt man noch Vib, das Weib, bei der Figur in der 12-Uhr-Position. Äußerer Kreis, linke Frau und Vib, Weib, mit vorigen nicht lesbaren Buchstaben. Bei der Frauenabbildung in der 3-Uhr-Position, die Autoren des Manuskripts hatten offenbar optische Hilfsmittel zur Verfügung, die eine enorme Verkleinerung der Schrift erlaubte. So bestehen die unendlich vielen gezeichneten Sterne im Manuskript aus Schrift, die so klein ist, dass wir sie selbst mit einer Lupe nicht lesen können. Ich finde das sehr interessant, weil erstmal muss man ja darauf kommen, dass es sich dabei eigentlich um eine ganz, ganz kleine Schrift handelt, die man dann, ja gut, mit Vergrößerung etc. lesen kann. Aber wie schafft man es denn, diese winzigste Schrift zu schreiben? Und das sage ich mal vor dieser Zeit, egal jetzt ob im 15. Jahrhundert, 18. Jahrhundert oder wann auch immer, die muss man ja auch schreiben. Und ich bezweifle, dass man so eine kleine Schrift mit einem Federkiel geschrieben hat. Und wenn man ja heute solche Winzschriften macht, soweit ich weiß, geht das nur digital. Wie das mit Hand gehen soll, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht in dieser Größe, wie es dort gesagt wird. Um diesen Text zu verstehen, sind Worterklärungen nötig. Denn der überlieferte altdeutsche Wortschatz ist sehr begrenzt. Wer weiß schon, dass er die Galaxie bedeutet, die vier Lack. Die man mit Milchstraße übersetzt, heißt wörtlich Weg der Milchgalaxie. E oder Eli im Manuskript, oft nur Li genannt, ist der Sachsengott der Eli oder Elohim, der Gott E in der Lohe, in der Flamme der Christenbibel. Keineswegs bedeutet Jahwe Gott, sondern es ist das altdeutsche AW, OW. Ra schließlich ist der Strahl neben altdeutsch Strahler. Auch das finde ich sehr interessant, dass Jahwe eigentlich nichts anderes bedeutet wie AW oder OW. Ja, also so wie ein bisschen schreckhaft oder was ist da passiert. Ja. Denn die Außerirdischen, also auch schon unsere Ahnen, reisten und reisten per Strahlen und nicht mit unserer primitiven Raketentechnik, die Unsummen verschlingt und eine Panne nach der anderen produziert. In der Christenbibel Vulgata und zahllosen lateinischen Texten steht Hebraer. Das Raumschiff hebt der Strahl in die Galaxie. Dieses Hebraer ist also keineswegs ein Volk der Hebräer, das es nie gab. Israel ist der Strahl aus dem Hell, dem Weltraum, und ist keinesfalls ein historischer Staat. Und Israeli ist der Strahl des Gottes Eli. Wenn wir da wieder ein bisschen reingehen und sagen, ja, dass es die ganzen Völker nicht gegeben hat und dass ja die Jesusgeschichte dort überhaupt nicht gespielt hat, dann finde ich das schon sehr erstaunlich, dass er da drauf kommt halt durch seine Übersetzungen. Ja, wenn jetzt in dem Moment, wo ich dies schreibe, Krieg wegen eines Staates Israel geführt wird, den es nie gab in der alten Geschichte, dann erkennt man, welche gewaltigen, gefährlichen Auswirkungen eine total versagende Sprach- und Geisteswissenschaft und mächtige Pseudoreligion haben. Pseudoreligion, die ihre eigenen heiligen Bücher ganz und gar nicht richtig übersetzen und lesen können und nicht wollen. Ja, da muss ich ihm recht geben.
Schauen wir uns mal an die nackten Frauen im Voynich-Manuskript oder wie außerirdische Reisen. Seit ich in alten Maya, Azteken, Latein und anderen Texten ebenso im Voynich-Manuskript lesen kann, dass Außerirdische auf der Erde und im All herumreisen, habe ich mir eine Reihe von Fragen gestellt, wie zum Beispiel die vier folgenden. Warum fliegen Raumfahrzeuge, gemeinhin UFOs genannt, lautlos? Wie können bei den ungeheuren Geschwindigkeiten und den abrupten Richtungsänderungen die Beobachter feststellen, die Insassen ohne Schaden für Körper und Gesundheit bleiben? Warum sind im Voynich-Manuskript eine Vielzahl von nackten Frauen abgebildet, die in einer grünen Flüssigkeit baden? Wie kann man auf Strahlen reisen, was die alten Texte stets berichten? Also er stellt sich da schon, ich denke mal, auch die richtigen Fragen. Was schreiben also Jean-Pierre Petit und die angeblichen Außerirdischen selbst über die Raumschiff und die Art ihres Reisens? Die Passagiere der Maschine ruhen nicht in den Sitzen, sondern schwimmen in einer speziellen Fertigkeit, die thyantropisch ist. Die Außerirdischen in ihrem Brief, siehe oben angeführte Internetseite, erwähnen ausdrücklich, dass es eine grüne Flüssigkeit ist. Wenn das Fluggerät nicht einer Beschleunigung unterworfen ist, wird diese Flüssigkeit aus den Toroiden Passagierkabine zurückgestaut. Wenn die Maschine auf einem Planeten ruht, drehen sich die Humanoiden in ihrer Kabine auf den Füßen kampierend. Wenn sie im Weltraum sich fortbewegen, schwimmen sie frei in der Passagierkabine oder bei einer Weltraumkreuzfahrt unterliegen sie einer leichten künstlichen Schwere, gemäß der Zentrifugalkraft, resultierend aus der Rotation ihrer Maschine um die eigene Achse. Der Text fügt hinzu, dass eine diskrete Implantation im Innenohr die bekannten Übelkeiten der Weltraumreise, die aus der unmittelbaren Rotation resultieren, annulliert. Was heißt das Wort thyantropisch? Es besteht sich auf Substanzen, die die Fähigkeit haben, unmittelbar aus dem festen Zustand in den flüssigen Zustand überzugehen, zum Beispiel unter dem Effekt der Schütterung. So funktionieren die Treibsande, eine Mischung aus Wasser und Sand oder Sumpfschlamm, die im Ruhezustand den Anschein von Festigkeit haben. Sehen Sie sich bitte Abbildung 1, 2 und 3 an, um das Geschriebene besser zu verstehen. Ich habe euch das mal rausgeholt. Ja, so stellt er sich das vor, das Gehäuse, dann die Energiequelle, hier sind dann diese Kabinen und hier ist irgendwas, was sich dreht und das hier ist diese Flüssigkeit. Das hat er dann hier nochmal, Schutzpanzer superleitend, dann die Flüssigkeit, dass die dann in diese Kabine geleitet wird und da drin sind die dann durch diese Flüssigkeit halt geschützt. Also das heißt, wenn ein abrupter Richtungswechsel stattfindet, dann wird sie fest und alles, was dann innerhalb dieser Flüssigkeit ist, natürlich ebenso. Ich persönlich tendiere eher dahin, dass das nicht nötig ist oder ich sag mal so, vielleicht jetzt nicht mehr oder es gibt verschiedene Arten, weil wenn die jetzt, sage ich mal, über die Feldtheorie gehen, dann ist es eigentlich so, dass so ein Fahrzeug eine Art Käfig erzeugt. Also es hat seine eigene Schwimmung und innerhalb dieser herrscht keine Fliehkräfte mehr. Die gibt es dann innerhalb dieses Feldes nicht. Und dann ist vielleicht diese Flüssigkeit nicht nötig, aber vielleicht ist es eine andere Methode, dieses Problem zu meistern. Man weiß ja nicht, wo, wer, was, überall, wo die alle herkommen. Auf jeden Fall finde ich es interessant, weil er sich da wirklich auch mit Sachen beschäftigt und das sind mutige Fragen, wie ich finde. Und man muss sich mit solchen Sachen beschäftigen, auch wenn sich für den einen oder anderen natürlich, was soll das jetzt und so, ja, Voynich-Rätsel, UFOs und so weiter. Aber es sind eigentlich ernsthafte Fragen, die nur leider sehr oft in Lächerlichkeit gezogen werden. Und wie gesagt, meine Videos sollen ja anregen, mal selber zu forschen, sich mal so ein paar Hintergründe anzugucken. Und das tut dieser Erdlandmann auch. Und er hat auch ganz viel schwierige Widerstände, mit denen er da zu kämpfen hat. Aber er bleibt da trotzdem seiner Linie treu und arbeitet da an seinen Übersetzungen. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine mutige Arbeit, das sind mutige Fragen. Und das ist richtig so, dass man halt diese Fragen auch stellt. Abbildung 7 zeigt wieder genau, wie vom Petit beschrieben, irgendwelche elektrischen Vorrichtungen, Leitungen mit irgendwelchen supraleitenden Spulen oder wie immer Sie als Nichtphysiker
genannt wäre. Hier seht ihr das, das meint er halt mit diesen Spulen und oder Supraleitern, ja, dass das immer mit der Flüssigkeit zusammenhängt. Und hier sieht man auch, dass sie wieder dahin wieder mit der Flüssigkeit zusammenhängt. Und man sieht auch an einigen Bildern, dass das halt so, ja, raus und rein geht. Kommen wir mal zum Fazit von Erdlandmann. Damit dürfte sicher sein, dass das Voynich-Manuskript von Außerirdischen angefertigt oder in Auftrag gegeben wurde. Dass die UMO-Briefe und das darin enthalten außergewöhnliche Wissen, welches unsere Wissenschaft noch nicht erreicht hat, tatsächlich von Außerirdischen stammt und dass wir seit Jahrhunderten von verschiedenen außerirdischen Gruppen nicht nur besucht und beeinflusst wurden und werden, sondern wahrscheinlich über die Geheimgesellschaften beherrscht werden. Aber dies herauszufinden und aufzudecken und den verdummten Massen zu vermitteln und zu erklären, ist einer zukünftigen Forschung aufgegeben. Und wer soll die Wahrheit finden, wenn sich niemand unter den selbsternannten ahnungslosen UFO-Forschern, Esoterikern, Wahrheitssuchenden findet, der das bisschen theosophische Sprache oder Altdeutsch lernen will, um die alten Texte richtig zu lesen, einschließlich der total falsch übersetzten heiligen Bücher der großen Pseudoreligionen. Irgendwelchen Unsinn aus der eigenen Fantasie mit falschen Fakten oder offiziösen Geschichts-, Sprach- und Geisteswissenschaften zu verbinden, schafft nur noch größere Verwirrung. Deshalb sind diese Leute in meinen Augen noch schlimmer in dem, was sie bewirken, trotz vielleicht guter Absichten, als die berufsmäßigen Vertuscher und Geschichtsfälscher. Ja, das ist seine Aussage zu dem Abschluss eigentlich von diesem Voynich-Manuskript. Ich habe aber noch was Interessantes bei ihm gefunden, das will ich jetzt auch zeigen, und zwar geht es um die Silberplatte. Diejenigen, die die Wahrheit über außerirdische UFO-Sichtungen leugnen, argumentieren stets mit der Lüge, es gäbe ja keine greifbaren Beweise und hinterlassene Spuren von außerirdischen UFOs, und wenn jemand dennoch welche vorlegt, werden sie mit unsinnigen Argumenten bestritten und oder als Fälschung abgetan. Sieht man einmal davon ab, dass Sichtungen von UFOs meist nur wenige Sekunden und Minuten dauern und nicht jeder Mann Tag und Nacht mit einer Kamera herumläuft, so werden auf Funde von Metallteilen oder anderen Gegenständen Kornkreise und sogar schriftliche Beweise wie das berühmte Voynich-Manuskript als Fälschung abgetan. Aber jetzt gibt es einen Beweis, der schwerlich als Fälschung abzutun ist. Das Telefon läutete am Apparat, war ein Herr aus Österreich. Er sagte, man habe irgendwo im Gebirge in Österreich eine silberne Schrifttafel mit merkwürdigen Schriftzeichen gefunden. Die näheren Fundumstände seien ihm nicht bekannt. Also, ich habe die Schrifttafel schon mal bei ihm gesehen in einem Interview, jetzt und zwar von dem Herrn aus Österreich. Ich denke, es ist die Schrifttafel von na, Stan Wolf, also der die Bücher geschrieben hat über den Untersberg. Er hat die Tafel nämlich im Untersberg gefunden, in einem Stollen. Und er kennt bestimmt die näheren Fundumstände, aber wollte es wahrscheinlich dem Erdlandmann nicht mitteilen. Ich denke, es handelt sich um diese Tafel, die er da gefunden hat. Ich zeige die euch auch gleich. Und da gibt es auch ein Video, wo er die auch mal vorstellt. Ich glaube, bei Joe Konrad oder so. Da sieht man eigentlich, dass es sich um dieselbe Tafel handelt. Und er hat halt Erdlandmann gebeten, das zu übersetzen. Die näheren Fundumstände seien ihm nicht bekannt. Man würde gern wissen, was auf der Tafel geschrieben steht, aber zu den offiziellen Sprachwissenschaftlern habe man kein Vertrauen. Wie recht er doch hat, aber er hat mein Buch, ging dann um die Weltbilderschütterung gelesen. Ja, Weltbilderschütterung gelesen und einige meiner Sprachwissenschaften-Artikel im Internet, und er halte mich für kompetent, den Text übersetzen zu können. Ob ich Lust dazu hätte, den Text zu übersetzen. Und ob ich Lust dazu hatte. Wir vereinbarten, dass er mir ein gutes Foto der Tafel zusendete. 2 Tage nach hielt ich die Fotos. Ich hatte mir die Sache schwieriger vorgestellt, da der Herr von merkwürdigen Schriftzeichen gesprochen hatte. Es waren aber unsere ganz normalen, angeblich lateinischen Buchstaben. Lediglich 3 Buchstaben, I, L und Q, waren in 2 verschiedenen Schreibweisen, wie es auch im Voynich-Manuskript der Fall ist, geschrieben. Noch beim Auspacken der Fotos schaute ich mir die Sache an und innerhalb 15, knapp 20 Minuten war die Sache übersetzt. Man sollte eben ein bisschen Altdeutsch oder besser theosophische Sprache können, was leider selbst Germanisten heute schwerfällt. Hier das Ergebnis. Sido Cox, Cox, ja,
von Altdeutsch Schakan, fliehen, sich entfernen, Salomo, Ek, Sas, Eif oder Satz, Seo, Uf, Quin, Gal, Si, Zin, Ur, Ik, Il, günstige E, Pis, Al, U, Il, X, Mis, I, A, V, U, Sixalik, Alu, Inu, Rakan und so weiter, ja. Also ein schwieriger vorzulesender Text. Sie tun fliehen, das schmutzige, dunkle Feuer. Nach Epp setzte der Ewige, wenn man das S von Sassas um eine Stelle versetzt, kann es auch Seo, der See heißt, gemeint wäre der Weltraumozean. Gegen den Gall ziehen, jetzt eilten sie zur Galaxie. Ur, es siegte der ewige E bis ins All. Auf Eileck, dreieckiges Raumfahrzeug, schickt nun der Weg auf zur Au, siegesgleich ins Allrasen des Ehe, Ubrei bei der Milchstraße, oben nun aufgeteilt, quick, schnell. Die einzige Schwierigkeit ist das Wort Sixklick oder wahrscheinlich Sixklicks. Sollte es sich hinter dem X und dem Buchstaben S handeln, wäre es ein Schreibfehler. Sollte es ein I sein, ergebe sich das Wort Sixilit, siegesgleich. Was sehr sinnvoll in den Text passt. Wichtig zu wissen ist, dass in vielen alten Texten weltweit, wie hier auch, die Milchstraße nur mit Mil, Mel, Milli oder Milo angegeben wird. Wir haben hier also einen Text, der eindeutig und genau in der gleichen Form wie zahllose alte Maya, Azteken- und Lateintexte, einschließlich der Vulgata-Bibel, wenn man sie nur richtig übersetzen würde, von Weltraumfahrt und Weltraumkriegen leider berichtet. Man erzählt von Urei, dem eiförmigen Raumfahrzeug des Gottes E, vom Ex, dem dreieckförmigen Raumfahrzeug, von Gall, dem galgenförmigen oder kreuzförmigen Raumfahrzeug, der unten auf der Tafel abgebildet ist. Übrigens ist eine hundertprozentige Bestätigung meiner sprachwissenschaftlichen Forschung, meines Buches, Weltbilderschütterungen und aller meiner sprachwissenschaftlichen Texte im Internet. Ein Fälscher, der sich nicht richtigerweise mit allen Texten befasst hatte und der meine Forschungsergebnisse nicht kennt, hätte diesen Textinhalt nicht verfassen können und auch die Buchstabenbesonderheiten nicht so darstellen können. Ja, hier ist, glaube ich, das ist die Rückseite von dieser Tafel. Da seht ihr ja, wie hier so die Buchstaben geschrieben sind und hier kann man auch das Wort Gall lesen. Ja, hier auch nochmal, glaube ich, ja, es müsste auch Gall heißen. So sieht die Tafel wohl von vorn aus. Oder ist es dieselbe Seite, nur weiter unten? Ne, ich glaube, es ist dieselbe Seite. Ne, es ist dieselbe Seite. Hier ist dasselbe Wort. Also, es ist dieselbe Seite. Und das ist halt der Text. Und hier ist halt dieses gallförmige, kreuzförmige Raumfahrzeug. Ich finde das ganz gut, dass er das da so übersetzt hat. Und ich denke, an dieser Übersetzung wird einiges mehr dran sein, wie es alle anderen bis jetzt versucht haben. Und ich glaube, bei diesem Text von der Silberplatte gibt es sonst überhaupt keinen, der damit überhaupt was angefangen hat. Also ich denke auch, das geht in die richtige Richtung. Ja, dann habe ich noch was gefunden bei Zeit Online. Es war auch ein sehr interessanter Bericht. Und zwar, es ist Magie, 10.000 Seiten uralter Zaubersprüche wiederentdeckt. Verstaubt in der Uni-Bibliothek, Jahrhunderte alt, in Leipzig ist eine einzigartige Ritualsammlung aufgetaucht. Geister beschwören, sich unsichtbar machen, so geht es. Von Alina Schadwinkel. Das braucht man zum Glück nicht zu übersetzen, weil es in Altdeutsch geschrieben ist. Die Leipziger Sammlung besteht aus 140 gelehrten magischen Handschriften, so mancher Höllenzwang ist dabei, wie hier gezeigt, deren Ziel, jemanden verliebt machen, in jemanden in Gunst steigen oder auch jemanden schaden bis hin zum Tod. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Manuskript. Es soll wohl dann auch ein Buch davon herauskommen, wo die Seiten halt abgebildet sind und so weiter. Hier sieht man halt nochmal hier vom Belzebub, das soll halt sein Zeichen sein. Und es ist wohl eine der größten Sammlungen, die überhaupt in letzter Zeit gefunden worden sind, die über das Thema Magie und Zauberei behandeln. Und solche Sammlungen, die sind sehr, sehr wertvoll. Es geht eigentlich nicht nur darum, sondern wie alt sie sind, sondern auch um den Inhalt. Also das sind immer antiquarische Schätzchen, sage ich mal. Und in diesem Umfang, wie es hier beschrieben wird,
Ich glaube, das könnte locker in die Millionen gehen. Naja, ich wollte das nur mal erwähnen, dass man auch immer mal wieder auf solche Schriften kommt. Ja, das war's zu diesem Thema, Voynich Manuskript und geheimnisvolle Silberplatte. Und würde mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinungen dazu sagt, wie ihr die Sache seht. Also ich denke, Erd Landmann ist da der Sache schon sehr nahe gekommen. Auf jeden Fall viel besser wie alles andere, was ich vorher gehört habe. Also schreibt mal ruhig eure Meinungen, was ihr dazu denkt. Geht auch ruhig mal auf die Seite und lest selber da so ein bisschen durch, weil das Video, das, was ich jetzt gemacht habe, hilft da alleine nicht weiter. Wie gesagt, das soll ja nur anregen. Also schaut euch das ruhig mal an auf der Seite. Lest euch da ein bisschen rein und verfolgt mal so seinen Weg. Ja, also dann bis dahin. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.